Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 6 von Simotrans mit dem Comic-Pack Version 0.6. Wir sind hier in Übach, weil wir da zuletzt was gebastelt haben. Oh, jetzt nicht abreißen. Schnell was anders machen. Hier geht es darum, dass wir hier gar keinen Bus haben, der von da nach da fährt. Da müssen wir uns drum kümmern, damit das dann nachher auch mit der Linie da klappt, mit den Schiffen, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro wollen wir das mal hier bauen. Bis gleich. So, das heißt, wir müssen jetzt hier ein Fahrzeug haben. Das Doppelgespann mit der schnellen Kutsche. Und machen dann einen Fahrplan. Und das ist ein Fahrplan zur Linie. Und das heißt dann, ja, ist der Stadtbus Übach, ne? Ist ja nah beieinander, das wächst irgendwann zusammen, dann passt das. Und dann heißt es von da nach da und alles ist gut, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Und hier in den Stadtbus Übach einplanen. Da und starten. Eine Kutsche soll reichen. So, und hier müssen dann irgendwann Leute sein, die Bock haben, mit dem Schiff dann weiterzufahren. Wenn das Schiff dann, oh, ich bin schon wieder bei WASD, ne? Das ist das Problem, wir müssen die Pfeiltasten nutzen. So, fährt denn hier ein Schiff überhaupt rein? Das ist die Frage, aber wahrscheinlich sind die noch gar nicht so weit, ne? Die müssen erstmal nach Grimma, oder wie hieß der Ort hier rechts? Grimma, genau. 15 Apolder Kanal. Wir bestehen hier 3 über Grimma Wald. Alles klar, das passt. Was war das hier? Ententeich, ne? Seerosenteich, okay. Und hier fahren sie natürlich auch hin und her, ne? Da stehen schon 18, die da auch hin und her sollen. Wo sind denn die Schiffe, die da hin und her sollen? Da ist eins. Grimma Übach. Okay, das ist aber nicht das, was ich haben wollte. Ah, hier unten ist ein anderes. Apolder Grimma. Und da gibt es aber noch mehr. Weil da ist auch noch eins. Und wenn es so schön ist, da ist auch noch eins. Die sind alle da. Lass uns mal gucken. Aber das waren 3 Stück und das waren alle, ne? Okay, wir können ja mal gerade einmal flitzen lassen, oder? Aber bringt uns auch nicht. Das dauert zu lange bei den kleinen Schiffen. Lass den mal weg und den mal weg. Die beiden lassen wir offen und wir müssen gucken, wie wir weiterkommen. Was machen wir als nächstes? Gute Frage, ne? Karte. Anfasser größer machen. Ah, geht so. Wo fahren die hin? Nach unten, okay. Die auch. Da ist eine Verbindung, da wird eine Verbindung sein, da ist auch gut. Jetzt ist die Frage, wo geht's weiter, ne? Wir haben hier in der Hoffnung, dass das funktioniert, weiß ich ja nicht, ob die da hin können. Sonst müsste man hier noch eine Linie lang bauen, ne? So, eine Stufe größer bitte. Müsste man überlegen, dass man hier, warte mal, von Geislingen nach Greifswald was macht. Hier eine Straße lang oder eine Zuglinie. Schwierig. Wie viel stehen denn hier überhaupt? Oh, 27. Und da sind gerade mal 2 Kutschen drauf, oder? Ah, 3, 4 vielleicht. Wie viel stehen hier? Nur nach Rudolstadt wollen die. Die ist leer. Die ist auch leer. Und die da ist auch leer. Super, oder? Fährt die geradeaus oder biege ich die ab?
Fährt geradeaus nach Rudolstadt. Okay, dann ist das schon geklärt. Ja, die ist leer. Das hatten wir letztens, ne? Hier stehen sie doch alle für Kanderkäse. 15 Leute. Aber vielleicht sind sie mit dem Zug danach gekommen, weiß ich nicht. Nee, war nicht hier, oder? Hier ist niemand. Ist denn hier jemand? Auch noch nicht. Aber hier fahren Schiffe vorbei, oder? Schwierig. Und wenn, dann kommen die erst noch. Dann kommen die erst noch. Hier stehen auf jeden Fall welche. Also nach da oben wollen welche, das ist schon mal klar, weil das ist ja hier Wülfrath. Von Wülfrath wollen auch welche nach Warstein, das passt auch. Nur die Schiffchen sind noch nicht da. Was macht denn unsere Bilanz hier? Das sieht gerade nicht so ganz so dolle aus. Die Marge hier ist unser Problem. Monatsübersicht. Schiffe. Da ist die schlimmste Sache, die Schiffe. Die Straße ist auch nicht besser. Normalspur. Die machen alle Minus. So, ich muss hier was anklicken, damit ich einen Balken sehe, ne? Ah, warte mal. Die Marge war schon mal ganz viel Minus. Ach, 700 und wir sind jetzt bei 300. Okay. Vielleicht wird es ja dann doch langsam besser. Aber wir müssen aufpassen, das war, ne? Ich mach die mal zu, das bringt so gerade nichts. Wo ist der Zug hier? Hä? Da. 6 von 62, ey. Da machst du auch keinen Start mit, ne? Hier sind 6, die noch nicht mal da hin und her wollen. Warsteinwald. Stehen denn hier unten noch welche? Weilheim, 3 über Warstein. Ja, der Zug, der ist jetzt gerade nicht so prickelnd da am Geld verdienen, ne? Listenverwaltung. Fahrzeuge, da. Bezeichnung nicht, sondern Gewinn. Okay, Dampflokomotive Adler. Zweimal mit Gewinn. Hier haben wir tatsächlich auch eine Fähre bei Warstein, die Geld macht. Okay, wusste ich nicht. Ah, warte, das ist falsch. Klicken wir mal dahin. Aha, die liegt da jetzt schon an. Wo ist denn das? Können wir da gucken. Borken. Ach so, das ist hier diese kurze, ne, die von da nach da fährt, oder? Warstein-Wallenheim. Ach, das ist die Zuglinie. Das hier ist das Schiff, das steht unten runter. Jetzt komme ich hinter. Bielefeld-Erfurt ist das und das ist Warstein-Wallenheim. Okay, und das hier ist Borken-Langenfeld und das ist auch eine Kutsche, die Plus fährt. Die Kutschen fahren jetzt hier schon Plus. Okay, sehr schön. Wann fängt es mit Minus an? Das ist jetzt hier schon nicht mehr so viel, aber ja, kann man nichts ändern. Hier sind Schiffe, die knapp Minus machen. Grimma nach Übach. Okay, das ist auch erst vor kurzem losgefahren. Wo fährt denn das hin? Wahrscheinlich erst nach Übach und dann nach Grimma, ne? Fahrziel Übach. Gorschaftskopfweg oder so ähnlich. Naja. Ja, Rudolstadt Warstein macht Minus. Aber ist wahrscheinlich noch nicht da. Naja, genau so ist es. Ja, das ist jetzt die lange Anreise. Das ist immer noch ein Problem, ne? Da steht noch keiner. Waldhafen, da sind die ersten drei Passagiere, die dahin wollen. Okay, das wird auch laufen, wird aber seine Zeit brauchen, ne?
Das ist das Problem. So, jetzt müssen wir Haltestellen gucken, um welche ist überfüllt, ne? Erfurt Rathaus. Ja, da kommt der Zug an. Und über Neuhaus Rathaus fahren sie. Die ist voll, das passt also. Die ist auch voll, passt also auch. Und die ist auch voll, passt auch. Die fährt in die andere Richtung. Ja, dann ist das doch erstmal hier gut, ne? Da stehen aber noch 13 Leute und über neues Rathaus fahren 76 noch. Das heißt, wir könnten da eigentlich noch zulegen, ne? Ich weiß nur gerade nicht, da bei Rudolstadt war das Depot, ne, oder? Ja. Das heißt, den mit den und dann ist es Erfurt Neuss und starten. Die lassen wir mal ein Stück vorfahren. Starten. 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 Und alle sind weg. Gut, ich hoffe, dass das mit diesen 89 Passagieren sich dann, oder jetzt sogar 92, dann verbessert. Okay, da kommen ja jetzt einige an, ne? Ja, nicht so schnell. Nicht elektrifiziert. Und da ist die erste Kutsche von Erfurt nach Neuhaus, die keine Passagiere hat. Neuss, die keine Passagiere hat. Das ist so viel zum Thema, das klappt hier schon, ne? 104 stehen da. Über Neuss Rathaus. Rudolstadt über Neuss Rathaus. Warstein über Neuss Rathaus prüfen auch. Ja. Drei direkt dahin. Das ist jetzt die Frage, ne? Aber die sind ja verbunden. Das ist schon mal klar. Wie groß ist denn Neuss hier überhaupt? 290. Nix WASD drücken, ne? Das ist schlecht. Hier sind sechs drin. Und da ist schon keiner mehr drin. Keine Ahnung, warum da keiner eingestiegen ist. Da auch nicht. Da auch nicht. Und da ist einer eingestiegen. Ist mir jetzt schleierhaft, warum das so ist. Die ist voll. Die ist auch voll. Die ist auch voll. Wir stehen hier. Das geht alles nach Süden. Ja. Nur Waldkirch geht über Erfurt. Drei Leute. Schwierig. Also die Liste können wir vielleicht doch noch mal weiternehmen und mal die zweite Stadt raussuchen, ne? Und warten wollen wir da haben. Fünf und keine Güter vorhanden. Das ist auch so eine Sortiergeschichte jetzt hier, ne? Apolda hat 15. Da muss erstmal noch ein Schiff kommen, ne? Das ist da. Ist das denn jetzt hier so richtig? Hier sind doch jetzt viel mehr. Verstehe ich jetzt den Filter nicht so ganz. Wartend. Hier. Achte. Und da sind 15. 6. Keine. Wieso wird er nicht als erstes hier angezeigt, Erfurt? Da sind doch die meisten Wartenden. Ist für mich jetzt nicht so ganz zu greifen, was da das Problem ist. Ne? Irgendwas ist doch hier faul in dem Land. Polder ist klar. Borken ist keiner da.
Aber Borken ist ja immer noch. Also da ist irgendwas faul hier mit der Filterung, oder? Mit dem. Jetzt habe ich alle. Und da sind es 8. Und da sind 15. Also das ist hier voll hin, auf Deutsch gesagt. Macht keinen Sinn so. Ich weiß nicht, was man da filtern kann. Bielefeld kann man da filtern oder sowas. Alles klar, buchstabenmäßig. Bringt mir aber nichts. Bezeichnung, Typ. Weiß nicht, was Typ ist. Der Busbahnhof hier oder sowas? Keine Ahnung. Eigentlich wartend richtig. Also da, Leute, müsst ihr noch ein bisschen was reparieren. Da ist was kaputt in eurem Comeback-Pack, denke ich. Ja, WSD nehmen wir nicht. Okay, aber wir schauen dann weiter. Und haben jetzt nicht ganz viel gemacht im Prinzip. Hier sitzen 7 Leute drin von 62 möglichen. Wie wir sitzen hier, 12, die alle nach Erfurt wollen, ist klar, weil es gar nichts anderes gibt. Hier auf dem Bahnhof stehen wie viele, die nach Bielefeld wollen. Da ist eine Reihe, mehr gibt es da auch nicht. Okay, ist also auch ein bisschen mau, dieser Weg. Da sind nur 3 und der Rest ist leer, ne? So sieht's aus. Aber das war klar, weil hier sowieso keiner steht. 3 nach Waldkirch über Erfurt. Oh! Warte, wir müssen Abdeckung sofort anmachen. Aber ist noch drin. Das erste Haus in Erfurt. Wahrscheinlich das einzigste überhaupt auf der ganzen Karte, ne? Oder? Könnte ich mir vorstellen. Lass uns mal gerade hier gucken. Bielefeld. Nee. Hier oben könnte noch was sein, weil da sind wir ziemlich früh auch losgelegt. Nee. Apolda. Nee. Grimma. Nee. Übach hat auch ein Haus. Ist aber auch abgedeckt. Und Greifswald hat auch ein Haus. Ist auch abgedeckt. Hier ist nix. Hier ist nix. Da ist auch noch nichts. Da ist nichts. Und hier ist auch noch nichts. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Das war's erst, glaube ich. Okay, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.